Tag! Herzlich willkommen heute auch mal wieder zurück bei Dead by Daylight. Wir sind mit William unterwegs und wir wollen Gens machen. Wir wollen Killer besiegen. Wir wollen hier irgendwie rauskommen aus dieser Misere. Und er kommt. Deswegen verpisse ich mich gleich erstmal. So. Er ist weg, oder? Ich glaube, er ist weg. Ach, das ist hier der neue Drohnenmann. Schädelhändlerin, oder? Das ist das. Habe ich noch nie gegen die gespielt. Bin mal gespannt. Ja, des Weiteren müssen wir... Aus großen Höhen fallen. So. Und scheiße. Sie hat die Witterung aufgenommen. Hier hinten haben wir noch ein Brett. Okay, geht runter. Dann brauche ich das Brett nicht ziehen. Genau. Aus großen Höhen fallen und ich muss Haken sabotieren, was ich die ganze Zeit schon irgendwie am Anfang immer ankündige. Habt ihr mal einen Gen gemacht hier? Leute. Und ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe. Weil... Ja, ich bin einfach... Es ist einfach... Das ist ein Killermann. Der lenkt mich immer zu ab von dem, was ich eigentlich machen will. So, er hat natürlich hier echt cooles Outfit. Rechts neben uns. Kommt er? So, Schädelhändlerin. Name ist Kacke. Ich hoffe, es kommt ja sowieso bald noch ein Skin raus. Für einen Predator. So, weil, sind wir mal ehrlich, eigentlich ist... Scheiße. So, du ziehst durch. Sehr gut, dann verkrümel ich mich schon mal. Eigentlich ist das der Predator. Was ist los? Was denn? Was willst du? Was willst du, Alter? Mach dich ab hier! So, Mozzarella wird verfolgt. Vielleicht sollten wir ja mal da retten, ne? Der ist ja gleich in der zweiten Hakenphase. Das ist eigentlich nicht gut. Carlos wird gescannt. Das mit dem Scannen habe ich leider noch nicht ganz geschnallt. Ich glaube, man muss irgendwie sich ran sneaken. So, zweite Hakenphase. Haben wir leider ein bisschen länger gebraucht, ne? So. Leute? Warum rennt ihr weg? Ja. Hier. Ada Wong, bitte. Legen Sie Ihre Hand an. Also an den Gen. Warum humpelt der denn? So, kommst du zu mir? Nee, okay. Glück gehabt. Okay. Ungefähr ist hier irgendwie. Komm, weiter durchziehen. Weiter durchballern. Jawohl. Jetzt könnte ich natürlich sabotieren. Ne? Aber ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt erstmal ein paar Gens machen. Und das könnten wir durchaus schaffen. Warum sind die Fähigkeiten-Checks eigentlich so mega winzig? Sehr gut. Wir gehen mal auf die andere Seite, oder Ada? Wir sind doch eigentlich ein unschlagbares Team. Mach schon mal. Ich komm. So. Was haben wir denn hier? Oh, nein. Oh, im Keller. Völlige Wurst. Ich weiß gar nicht, wie meine Aufgabe genau aussieht. Na, kommst du hier lang? Okay, da war er. So, wie kam ich jetzt hier runter? Das war, glaube ich, hier, ne? Ja, das kann er. Den Keller findet er. Den Keller findet er immer. Da rennt er immer ziellos rein. So, nein, ich halte dich nicht hier unten. Forget it. Forget it. Hier kann ich dich heilen. Haha, hat dir die Kiste gemobst. Er hat dir die Kiste gemobst. Den Gen finde ich auch mal relativ schwierig. Da man hier nicht gut abhauen kann. Aber ich denke, Carlos und Chris, die werden sich einig werden, ob vielleicht irgendjemand auch mal einen Gen macht. Irgendjemand auch mal einen Gen macht! Danke. So,
Billy ist damit raus, ist der Nummer. Carlos wird gescannt. Also bis jetzt hatten wir noch nicht so viel Killerkontakt. Aber die letzten Runden haben mir auch gezeigt, lieber erstmal ein bisschen Reis ausnehmen. Nech McGlocker hat mir ordentlich auf den Sack gegeben. Und auch davor. Ich kann mal noch. Okay. So. Mach mal kaputt. Einfach mal kaputt machen. Okay. Der Killer ist bei uns. Vielleicht macht ja der andere Johnny auf der anderen Seite was. Er wurde gescannt. Toll. Hat er doll hingekriegt. Oh oh. Okay. Ich glaube, der Killer ist auf meiner Seite. Wir können den Jen hier draußen ja mal machen. Hier war ja noch einer. Der wird wahrscheinlich wieder bei Null sein, aber ich habe das Gefühl, hier ist der Killer jetzt nicht so aktiv dahinter. Ja, hier. Naja, ein bisschen ist er an. Das ist, denke ich, so ein geschenkter Scan. Geschenkter Gen. So, jetzt haben wir es. Los, komm, wir haben eben den Gen auch so gut durchgezogen. Ja, Carlos spielt mit dem Feuer, ne? Der spielt mit dem Feuer. Der ist gescannt. Der Killer ist hinter ihm her. Der wird in wenigen Minuten wird er ausgeweidet. Da hast es. Carlosios. So, jetzt kurz überlegen, wo haben wir noch offene Gens? Das kann ja eigentlich nur noch in diesem Block hier sein, ne? Warum wird denn das so laut? Kommt er her? Kommt er her? Hau rein, Johnny! Sehr gut gemacht. Okay. Jetzt, wenn er hier rüber abkürzt, dann habe ich ihn. Dann habe ich ihn. Komm, an mir vorbei. Und ich bin durch. Oh, Wurst! Hör auf damit! Carlos! Reiß dich zusammen! Nein! Na gut, der wird den anderen aufheben, ne? Carlos, wenn er jetzt kommt, ey, ich kann dir eins sagen. Ich bin zwar alt und zotterig, aber schneller als du, da, das bin ich. Das hat sich nicht gereimt. So, bitteschön, Carlos. So, den Gen haben wir gemacht. Fuck. Er kommt unten lang. So, gewischt. Da unten ist die Drohne. So, wenn ich jetzt hier reingehe, dann werde ich gescannt. Aber ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Hier sind halt überall Scanners. So. Tja. Wo haben wir noch einen Gen? Der Knaller, den haben wir gemacht. Ich bin am Ausgang, ihr könnt den letzten Gen machen. Ich bin bereit. Ey, das muss ich mir eindeutig nochmal durchlesen. Jetzt bin ich wieder hier oben, ne? Da war ja gerade. Wo zur Hölle ist hier noch ein Gen? Hier ist keiner mehr. Mal kurz überlegen. Was war das? Da war wieder seine Popelkamera aufgestellt. Hier muss doch irgendwo noch einer sein. Ah, da. Okay, cool bleiben. Okay. I'm coming! Das könnte es werden. Carlos zieht die komplette Aufmerksamkeit des Predators auf sich. Das ist natürlich jetzt unsere Chance. Das ist jetzt unsere Chance. Stimmt, das Zimmer hier. Boah, das war im Original Resident Evil 2 so gruselig. Da kam ja, glaube ich, dann irgendwie ein Licker durch die Scheibe gebrochen. Das war
Was hat denn, was ist denn das hier für ein komisches Perk, was der hat? Dass die Fähigkeiten-Checks so klein werden. So, Johnny. Den? Ne, ich nehme den da. Geh weg! Pfui! Aus! Der kommt her, Alter. So, ich renne da drüben hin. Ich nehme das Ding. Hier ist nichts gescannt. Carlos wird immer noch verfolgt. Oh, hier. Böse Falle. Am liebsten würde ich natürlich jetzt Carlos zur Hilfe eilen, aber wir wissen, wie das endet. Mit meinem sicheren Tode. Von daher genieße ich einfach mal. Ah, Carlos! Carlos! Ach, komm her. No risk, no fun. Der wird wahrscheinlich hier oben irgendwo sein, ne? Ah, Mandosi. Scheiße. Oh, da hinten. Okay. Dann kann ich ja aufmachen. Anna, wenn das so ist, mach ich's. Hebt dann auf. Scheiße, hebt nicht auf. Fucky. Aber er wird verfolgt. Okay. Versuche jetzt, ihn in irgendeiner Form. Kann ich ihn noch retten? Ich kann ihn ja eigentlich noch retten. Carlos hat sich losgestrampelt, Alter. Carlos! Schmier ab! Was muss ich hier machen an dem Ding? Hoch, hoch, rechts, runter, links. Okay, ich bin aber komplett gescannt. Fuck. Oh doch, er ist raus. Er ist auf der anderen Seite raus. Er ist auf der anderen Seite raus, was ich aufgemacht habe. Hat aber, glaube ich, noch eine mitgekriegt. Ja, und ich verkrümme mich hier raus. Ja, geil, ne? Fanfürlefranz, der alte Tatterkreis, hat die Zigarre in der Schnauze. Und da, so sneaky wie er die ganze Zeit unterwegs war, hat er alle Gens gemacht, die Ausgänge geöffnet und ist spurlos verschwunden. Ja, schöne Runde. Geil, obwohl ich das immer noch nicht begriffen habe. Das mit der Drohne habe ich irgendwie mal im Internet gesehen, dass man da so einen Code eingeben muss. Hätte mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, die anderen haben gut gespielt. Oh, ja, geil, geile Runde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.